Leute, willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, letztes Mal habe ich die Idee gehabt, wir hatten ja hier dieses neue Tier entdeckt, dieses aggressive Lama. Da wollte ich mich dann noch ein bisschen weiter umschauen, ob da vielleicht noch mehr Tiere sind, die wir noch nicht kennen, aber... Scanner sagt nein. Aua. Böse. Oh hier Ruhe. Oh mein. Oh weh. Dabei habe ich noch nicht mal das Tier getroffen. Diese Pflanzen senken unsere Temperatur. Kein anderes Tier da. Mir kommt es auch so vor, wenn ich lande, dass es eine Weile braucht, bis die Tiere spawnen. Fliegen wir mal weiter. Irgendwann werden wir schon drauf finden. Hoffe ich mal. Scheint echt ein Soundbox zu sein von dem Spiel. Das ist hier so... Abbau-Sounds abspielt. Als wenn ich hier was abgebaut hätte. Die Ruine kennen wir doch. Warum zeigt es mir diese an als unentdeckt? Unten in der Mitte seht ihr es. Obwohl wir da schon waren. Vielleicht gibt es hier Tiere. Sieht mau aus mit Tieren. Da hinten fliegt eine Drohne irgendwo. Hab ich einen Schatten gesehen? Da ist eine Basis. Die Vögel kommen auch schon. Da sind Tiere. Aber nichts Neues. Nichts Neues. Fortgeschrittene Lebensform entdeckt. Schaut mal ab.
Also für den Wissenstein. Die Wissensteine. Ist das aggressiv? Nee, ängstlich. Nur ängstlich. Bereit. Bereits bekannt. Bereits bekannt. Schau mal da hinten mal vorbei. Also nach dem Start rechts. Ihr seht das. Es gibt fast unbegrenzt Basen. Man kann das alles gar nicht. Man kann gar nicht alles entdecken. Das wird, während man auf dem Planeten ist, noch generiert. Sobald man ein neues Gebiet aufdeckt, wird es generiert. War das nicht die perfekte Landung? Das nicht perfekt war. Dann verkaufen wir mal unseren Schlunz. Also diese Perlen und Gragras und so. 3 Gragras, 5 Perlen, 2 Gagnips, 1 Gag-Amulett. Den Energiekanister brauchen wir nicht. Plutonium, naja. Tamium können wir auch verkaufen. Aluminium, brauchen wir das? Ich falls mal noch. Gravitino-Ball. Ah. Brauchen wir den nicht für irgendwas zum Bauen? Mal schauen, was wir auf dem Schiff kaufen können. Am Schiffinventar, Chrysolit, Titan, Plutonium. Tamium brauchen wir. Das kriegen wir im All immer wieder. So, nun fliegen wir ins All. Kaufen wir uns mal einen Gravitino-Ball. Irgendwas sagt mir, ich habe einen gebraucht. Aber man kann ihn ja immer wieder brauchen. Ist ja nicht teuer. So, was möchte dieser Herr? Freund Planetartechnologie, Verkäufergag, Multiwerkzeug, Technologiebauplan, Preis. Ich zahle einfach den vollen Betrag. Wir haben es ja. War zwar für die Katz, aber wie gesagt, wir haben sie. Nochmal speichern.
Ein Mini-T-Rex. Neun, zwei, eins, null. Bin überzeugt, wenn wir einfach von Außenposten zu Außenposten hetzen, finden wir irgendwann unser Tier und damit unser Ticket. So weiterreise. Ach so, das Gebäude gehört zusammen. Habe ich aus der Luft dieses Fragezeichen gesehen? Ein Monolith ist das. Vermächtnis von Mairideo. Niemand widersetzt sich dem vollen Gestank der Gag. Die Erstgebrüderten beherrschen alles, was sie überblicken. Wir sind die Herren der Sterne, unsere Herrschaft soll ewig andauern. Die Valkyrien und Korvax erzittern und verzweifeln, wenn sie unseren Namen hören. Auf den eigenen fauligen Gestank hinzuweisen? Ob das nicht deren eigene Autorität untergräbt? Nicht dieser Planet. Sag mal da, Unterschlupf und Ruine. Was? Das war der falsche Knopf, Leute. Ich wollte eigentlich Inventar öffnen, um das zu tun. Das Schild aufzuladen. Oh Mann, ja. Nein, nicht schon wieder. Oh. Hilfe. Diesmal war es eine Zuckung. Nee, da fliegen wir uns nicht hin. Wir bleiben uns mal auf Kurs. Wobei, das sieht schon interessant aus. Vor allem, weil es so viele Flo große Fläche hat, könnten hier ja Tiere sein. Oder spawnen. Eins, drei, neun, vier. Ihr seht, das sind schon wieder zwei Dinger generiert worden, zwei Orte. Ich dachte erst, es ist so, dass man da was verpasst, wenn man eine Station auslässt oder so.
Laden wir das mal alles hoch, so wie es ist. Weil ihr seht, Moment, ihr seht, man kann da nicht zurückscrollen. Also wenn ich jetzt 6 Basen entdecke und die 7. noch nicht umbenannt habe, dann habe ich jetzt keine Chance mehr, die 7. umzubenennen. Was, 100% abgeschlossen? Ernsthaft? Wo war jetzt das Gebäude? Da war das Gebäude. Eins, zwei. Also mal zwei, mal drei, mal vier. 24 mal 5 ist 120. Mal 6 ist 720, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Notfallsignal, das klingt cool. Könnte ein Schiff sein. Das könnte ein abgestürztes Schiff sein, ja. Tatsache. Aber 12 Stunden weg, wow. Da müssen wir gerade ins All fliegen, um es abzuschrauben. Keine Tiere. Vielleicht kam es deswegen durcheinander, weil es einmal die gleiche Rasse, zweimal, weil es eine Rasse zwei verschiedene Tiere gewertet hat. Wo ist denn jetzt mein Schiff? Ach, da oben auf der Pflanze, lol. Zwei Minuten. Da war doch irgendwo eine Ruine in der Nähe. Da. Vielleicht ist es deswegen durcheinander gekommen. Wir haben, glaube ich, einmal dieselbe Spezies. Beziehungsweise, ja, hier. Zweimal dieselbe Spezies irgendwo. Ich glaube, das waren die mit dem Doppelkopf. Das lassen wir hier ewig suchen. Weil da steht ja 100% abgeschlossen. Das alles? Nein. Tribut an Onarium Uzar. Jede Ober der Welt stärkt die Entschlossenheit des Erstgebildeten. Niemand soll sich den Gag widersetzen, aus Angst, dass ihre Planeten zu Staub zerschlagen werden. Wir werden weinen, wenn es keine Welt mehr zum Erobern gibt. Ah, dann weint. Steine technisch war das alles, oder wie?
Nee, da oben sind noch mehr. Aber doch einen Stein übersehen. Weil es leuchtet auf. Suchen. Ich schaue jetzt vorher, wo ich hinfliege. 3:33. Das dauert 12 Stunden, 23 Minuten, 23 Minuten, 21 Minuten und dann eben diese Unterschlüfter. Perfekt. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt, aber den habe ich schon wieder verworfen. Der Gedanke sagte, vielleicht tauchen Tiere nur tagsüber auf, aber das eine Lama war ja auch nachts. Hat uns angegriffen. Wieder so ein aggressives Exemplar. So, Chip bauen. So viel zu, es gibt nachts keine Tiere, ne? Observatorium. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. Nur kurz speichern. Voll, oder? Nee, das kann ich übertragen, das kann ich übertragen, das kann ich übertragen. Irgendwas verkaufen. Und zwar den Kanister. So. Bitte, Freund, bitte, Bericht, Belohnung, Händler, teilen, Beute, zerstören, Beweis, Verbrechen, melden, einen Anteil verlangen. Das habe ich noch nie gemacht, das mache ich jetzt einfach. Kritisches Gewebe, okay. Hätte es nicht was Wertvolleres stehlen können?
So, wo ist der nächste Punkt? Da wäre nochmal ein Unterschlupf. Kann ich das hier hauen? Hat das das Ziel getötet? Das wollte ich nicht. Nein. Das wollte ich nicht. Und ich werde nur einen Denkzettel verpassen. Jetzt haben wir wenigstens unsere Ruhe. So, Assistent Damen. Deck, Föderation anbieten, Hilfe. Der Händler hat mich erwartet. Er zeigt auf sich, öffnet die Arme weit und strahlt freundlich. Dann zeigt er auf mich, drückt per Zeichen seine Sorge um meine Sicherheit aus. Dann pickt er auf meinen Ex-Anzug und deutet an, dass er meine Reise erträglicher machen kann. Wenn ich um bei den Hilfe um den Wächter bitte, könnt ihr mir eine neue Waffe anbieten. Aber ich will jetzt das Tier finden. Ich habe nicht wirklich den Nerv, neues Material zu sammeln für eine neue Waffe. Geht aber letzte Hand. Okay. Das ist ein Wissenstein. Schild. Das Wort für Schild. Würde ich sagen, aktivieren wir wieder ein Ding. So eine Antenne, eine Übertragung. Minuten 54. Irgendwo war doch das Observatorium. Das ist ein Sendeturm, ernsthaft? Ruine? Operationszentrale? Ach so, nicht dieser Planet. Das ist dieses Signal. Irgendwo war doch ein Observatorium. Dann gehen wir zu dem Signal. Und dann ist es leider schon wieder das Ende einer Folge. Also heute ist echt der Wurm drin.
Ich will boosten, drück aber E statt Shift. Dann töte ich auch noch ein Tier. Was haben wir diesmal? Einen Außenposten. So. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, auch wenn ein Tier gestorben ist. Ja, bitte vergesst den Daumen nicht. Bis zum nächsten Mal. Euer Nächstes. Ciao.